Alles klar, gehen wir. Aber wie? Da ist ein Seil, also wir kommen irgendwie von der anderen Seite oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Grab von Sie mal nach der neuen Einheit. Der Funkkontakt mit Ihnen ist abgebrochen. Ich krieg dich! Kaputt. Ruhe, Reflexion, Führung. Schreite voran, Reisender. Ermutigend. Andere Seite. Ja. Geht einfach nicht auf. Jetta ist immer noch bei 50% erst. Oh, Moment. Das ist eine große Kiste. Aha. Wir haben ein normales Jedi-Outfit. Okay. Falls wir nochmal die... What the fuck are you? Das Imperium hat ein neues Spielzeug mitgebracht, Kumpel. Die haben sich bewegt. Der sieht aus wie Bionicle. Hilfe, Sam! Er leidet Schaden. Der sieht einfach aus wie Bionicle. Hilfe! Der sieht echt aus wie Bionicle. Ausbrechen! Schaden verursacht! Das Ziel ist schnell! Ich bin beschädigt! Vorwärts! Nice. Sie werden sterben. Planeten. Zerstören. Mann, ey. Spielkamerad, was BD? DT-Wachdruide. Ja, Gesundheit. Okay. Sehr nervige Gegner auf Grandmaster. Och, alle, so gut wie alle Gegner sind nervig auf Grandmaster. So gut wie alle. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist arg knapp. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Wir erinnern uns ja mal nur an die One-Hit-Kill-Ziegen. Kommt man da nicht einfach rauf? Ich nicht. Ach, da ist so ein... Ah, okay.
Der Tafel? Ja. Also ich weiß nicht, was ist hier. Gerechtigkeit. Aha. Okay. Why not? Wir scheinen näher zu kommen. Wenn du der Meinung bist, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, aber okay. Wind to Rescue. Marin hält uns den Rücken frei, Kumpel. Ja, tut sie. Mhm. Okay, da hinten links ist irgendwas und rechts ist ein roter Weg. Ah, die Tür. Identifiziere dich. Habe ihn im Blick. Bin an ihm dran. Auf ihn. Du hast recht, du bringst dich selber um. Du hast durchaus recht, du hast es einfach selber geschafft. Das verschafft uns etwas Schwung. Schwung? Ach so. Zack, niemand geklatscht. Mhm. Endlich mal logisch. Wir haben einfach mal das Schild zerschnitten. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Gelbe Tür, was Rotes. Das ist so ein grüner Düdeldüpp-Schnipp. Mhm. Grab von Urma. Hauptsache, ganz ehrlich. Icarus, es ist fast richtig. Es ist einfach fast richtig. Okay, Rätsel. Hast du was? Ein Droide mit seinem Meister.
Die Bewahrer transportierten ihre Materialien. Okay, das ist. Die Lösung dafür ist weiter oben. Okay. Dann gehe ich weiter hoch. Suche nicht den Pfad. Kehre in die Stille zurück, Reisender. Und der Weg offenbart sich. Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. Wir sind halt in Frieden gelandet, ne? Da geht's weiter. Sehr hoch auf jeden Fall alles hier. Keine Marin im Hintergrund. Komm schon, du schaffst das. Ich bin Kerl. Hi. Das ist BD1. Ich bin Pili. Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet. Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes, aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst. Du solltest das Kobo-System sehen. Dort wächst alles. Klingt wunderbar. Vielleicht mache ich das. Sag dem Barkeeper in Pailun Saloon einfach, dass ich dich geschickt habe. Er wird sich um dich kümmern. Fuck, ist Pili Sweet und der Name? Pili Walde. Aha. Kannst du natürlich Gartenparzellen freischalten, indem du Pflanzen wachsen lässt. Ah ja. Danke, Pili. Das hier führt zur Brücke. Das ist doch jetzt einfach im Kreis. Was? Die ist wirklich cute, aber sie hätte eine Itorianerin sein sollen. Warum? Was macht Itorianer aus? Eine Botanikerin in der Wüste. Okay. Sie muss sich ernsthaft verirrt oder verzweifelt nach ihrer Berufung gesucht haben. Oder eine Herausforderung. Der Geist ist hier? Jemand hat sie in der Nähe gesehen. Irrelevant. Geist oder sonst wer. Ich möchte sehen, ob jemand dem neuen Angriffsfahrzeug etwas entgegenzusetzen. Hey, hierher! Feind gesichtet! Tut mir leid, ist, also, ja, wie soll ich sagen? Shit happens. Etwas an dieser Felsformation kommt mir bekannt vor. Ah, das ist das. Und das ist der Weg runter. Hm, ich verstehe. Okay. Super grün und waldfähig. Siehe, Nox trifft auf Poison ein. Die Nox waren schon cool. Vor allen Dingen war das so eine der ersten Völker, die einem so einen richtigen Glimps auf was möglich ist gegeben haben. Das war's. Tut mir leid, wenn wir gerade die letzte Ruhe von irgendwem stören.
Da waren es 9. Noch ein Schmuckstück in Erinnerung an einen Reisenden, der den Weg zur Kreuzung gefunden und sich selbst verloren hat. Dafür ehren wir ihre Bemühungen und merken uns ihre Worte für immer. Jede Glocke steht für jemanden, der auf seiner Pilgerfahrt gestorben ist. Wie viele maximale Stims gibt es eigentlich? Hast du mir nicht zugehört? Gehört schon, aber ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Es ist der Krach, Junge. Ein Fischer muss die absolute Kontrolle über die eigenen Sinne haben. Ei, wir sind im Bau des fächerschwänzigen Larfisches, der größten fauligen Stinkbombe jenseits des Tiefkerns. Soll das heißen, wir riechen faulig? Ein Löffelpfirsich seid ihr nicht. Keine Sorge, ich bin schlau und habe meinen Anzug mit dem Stinkmusch aus der Glotzamkrabbe eingerieben. Hoho, der alte Fisch wird nie erfahren, was ihn erwischt hat. Nicht der Rede wert. Ha, bis später, Junge. Und wasch dich doch mal mit Wasser. Das wäre schön. Okay. Zwölf plus eins oder zwei durch Perk. Okay. Da bin ich mit 9 ja gar nicht so schlecht bis jetzt. So, ich mache mich aber dann mal davon, meine Augen fallen zu. Alles gut, Axo. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Sieh mal und, da. Bis Freitag. Die Brücke zum Pilgerzug. Bis Freitag. Die nehmen wir mit. Ach so. Ist das ein Sprung? Ich könnte eine Pause gebrauchen. Holy moly. Lass uns hier eine Pause machen. Kann's losgehen, BD? Ich habe getan, was ich konnte, aber da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Du, wie viele imperiale Einheiten hast du denn jetzt schon besiegt? Hast du Hexe gesagt? Als wäre ich nicht schon schlimm genug. Die andere Seite. Stellt euch den Zorn von Datomir. Lauf da! Ich kann gar nicht hinsehen. Zeigt uns! Kann sie besiegen. Ihr seid geschickt aus. Ich bin her. Mein Ballett. Ich bin getroffen. Sie hatten nie eine Chance.
Ja, ja, komm her. Ach, jetzt tritt er wieder. Nutzloses Ausweichmanöver. Hat das Imperium schon einen Weg in den Tempel gefunden? Nein, aber ich habe gehört, wie Imperiale von einer neuen Ausgrabungsmaschine sprachen. Gehen wir. Ja, die macht das jetzt wieder heile, ne? Wohin gehst du? Ich bin sofort da. Also. Nachdem ich geguckt habe, was hier Schönes ist. Ah, da. Hip. Bringen wir die hier ins Sears Archiv. Mhm. Einfach ein Steinmonolith. Was ist jetzt hier? Diese grünen Dinger, ne? Ich kann sie alle nicht öffnen. Und ich werde gewiss nicht später nochmal durch die Gegend laufen, um sie zu sammeln. Shortcut? Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Marin? Moment. Use your power. Ich bin immer noch beeindruckt. Du hast das wahre Ausmaß meiner Kräfte noch nicht gesehen, Cal Kestis. Okay. Flex, Marin, flex. Bitte wie, bitte wo, bitte wann? Hier drücken, Kerl. Hörst du das auch? Das ist neu. Es kommt aus der Kammer dort. Dann musst du einen Weg hinein. Das sieht irgendwie eher verängstigt aus. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ah! Der ganze Weg. Nur um zu sterben. Pilgerhalt, ne? Pilgerhalt. Kein Schatz ist es wert, dafür zu sterben. Die Macht ist stark an diesem Ort. What's happening? Aha. Also doch. Die singen sehr laut sogar. Da, da kommt man nicht weiter. Ja.
Das ist echt das längste Level bis jetzt, glaube ich, im Spiel. Was fast ausschließlich aus Rätseln besteht. Da soll ich nicht hinspringen. Ach so, dann fange ich wieder. Come on. Du kannst mich ja wenigstens da starten lassen, wo ich das letzte Mal festen Boden in den Füßen hatte. Erwartet, was passiert. Oh, erfahren wir, was passiert. Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber Marin und Grease sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Cal, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie auch führst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie Herr Barth, die Chancen stehen. Gute Nacht, Syrodos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche dir einen maximal erfolgreichen Donnerstag. Vize-Freitag. Vertraue dir selbst. Vertraue dir selbst, auf die Macht. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Da hat es hier noch keine Tattoos und noch Haare. Ist schon eine Veränderung. Hoffentlich ist dein Lichtschwert nicht wieder kaputt. Nee, ist es nicht. Springe und drücke B, um zu spurten. Spurte, um weiter durch Windböen zu springen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ach, jetzt plötzlich kann er das. Konzentriere dich auf den Moment. Und durchbrechen. Davor konnte das nicht. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Sie weiß immer, wohin sie mich führen muss. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Cal, was ist passiert? Sie selbst. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Finden wir es raus. Woher auch immer das Imperium kommt, diese Fähigkeit. Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Das ist nicht gut. Es wird den Tempel zerstören. Bruder Amias ist noch da drin. Was ist dies? Teilen wir uns auf. Ich lenke diese Monstrosität ab. Sei vorsichtig. Sind wir jetzt sehen uns drin. Sind wir jetzt bei Dings. Horizon Zero Dawn? Ausgediente Brücke. Lass uns hier eine Pause machen. Ah, Moment, das ist wieder der Anfang. Oder? Das wird der Anfang. Kann's losgehen, BD? Okay.
Ich verstehe. Jetzt komme ich hier rüber. Das jetzt ist der. Oder nie. Das ist der Grund. Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Sturmschiff gelandet. Beginne Ausgrabung an der nördlichen Front des. Hauptsache, da ist einfach nichts. Einfach nichts. Oder doch, weil wir da nach rechts klettern müssen. Oder? Hä? Die Aktivierung dieses Bohrers wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Marin sie bremsen. Ich hatte immer schon Höhenangst. Aber wem sage ich das? Ich habe den falschen Beruf. Klüger wäre gewesen, Flammentruppler zu werden. Andererseits. Tschüss. Wie geht's dir, BD? Hast du Spaß da hinten? Oh Gott, jetzt ist auch noch so ein Movement möglich. Ja, super. Okay, das klappt nicht. Aber das klappt. Er wurde wohl dafür ausgewählt, den neuen Bohrer zu steuern. Das Ding an deinen Piloten? Sich von sowas einfachen treffen lassen hier, ey. Was sagt denn? Nö, ist einfach nur über die Brücke gekommen. Die Reichweite davon ist echt lang. Links? Nein. Nein. Definitiv nein. Oder das. Okay, da links ist irgendwas Grünes. Das ist der Weg zurück. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. Nee, ist nicht.
Schön ins Blinde springen ist immer das Beste. Ah, da kommen wir her. So, hier kann aber jetzt mal Meditationspunkt gleich kommen. Das ist direkt der Storyraum. Ich brauche einen Stern. Sich selbst in die Luft jagen. Das kann ich gut. Hier ist nichts. Ist da hinten ein Shortcut? Dass man im Zweifel nicht wieder diesen langen Weg hier hochklettern muss. Nö. Dann hoffe ich mal, dass da jetzt kein Kampf kommt, dass ich hier mal hochklettern muss. Man da rein? Klettern möchte er nicht. Ich muss mich beeilen. Oder Mias kann sich nicht ewig verstecken. Ja, okay. Das ist ein Durchgang. Du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Bis der große Bohrer kommt und alles wegbohrt. Pilgerzuflucht sollte ein würdiger Ort für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Und mit deinen Heckkünsten könnte dieser Tempel für alle Bedürftigen bald wieder ein sicherer Hafen sein. Ich muss mich konzentrieren. Alright, schauen wir mal ganz kurz bei Fähigkeiten. Drei Punkte. Überleben, da haben wir nur noch, dass wir was Macht bekommen. Das könnten wir mal machen. Bei Macht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Erhöht die Dauer von Verlangsamen. Wir könnten das und das andere machen. Parierstange, Doppelklinge, Wurf und sowas. Okay, das bedeutet, wir machen das. Auch wenn ich so selten ausweiche, weil ich viel zu schlecht darin bin. Und das. Okay, ausruhen. Und perfekt. Alles klar, gehen wir. Perfekt. Ja, fast. Wir gehen.